großer Medienandrang im kleinen Pinzgauer Ort Rauris. Anlässlich der mittlerweile 22. Badgeier Freilassung versammelten sich neben den Medien noch Vertreter aus Politik und einige Schulklassen, um die vom Aussterben bedrohten Badgeier einmal aus nächster Nähe sehen zu können. Seit 1986 werden Jungtiere aus Zuchtprogrammen im Nationalpark Hohe Tauern ausgewildert. Also die Vögel werden in Gefangenschaft gezüchtet, in Zoos bzw. in einer zentralen Zuchtstation in der Nähe von Wien, kommen dann im Alter von 3 Monaten an die Freilassungsplätze, das ist in Österreich eben der Nationalpark Hohe Tauern, und werden dann in eine künstliche Brustnische gesetzt und dort dann von mir in diesem Fall gehegt, gepflegt, bis sie dann im Alter von 4 Monaten circa zum Fliegen anfangen, werden dann noch weiter, zeitlang weiter gefüttert und betreut, bis sie halt dann gegen Ende des Sommers das Tal verlassen und dann soweit selbstständig sind. Die Auswilderungen sind ein Erfolgsmodell. Seit mittlerweile 3 Jahren gibt es im Freiland mehr Jungvögel, als in den Jahren zuvor freigelassen wurden. Mittlerweile gibt es in Österreich außerdem noch genügend Brutpaare. Dadurch ist sichergestellt, dass sich der Bestand von alleine erhalten wird. Der Bestand wird nach wie vor kontrolliert. Es gibt ein internationales Monitoring, wo sehr, sehr viele Leute zusammenarbeiten. Und eben sämtliche Beobachtungen, die von Wanderern, von Jägern zum Beispiel hereinkommen, ausgewertet werden und analysiert werden. Und dass man das Ganze einfach unter Kontrolle hält. Die Auswilderungserfolge der letzten Jahre bedeuten aber nicht, dass die Badgeierbestände in den Alpen außer Gefahr sind. Die Bestände sind an sich in keinster Weise außer Gefahr. Es gibt immer wieder Ausfälle, ob das jetzt natürliche sind oder menschenbedingte. Das kann eben zum Beispiel durch Kollision mit Seilen sein. Es gibt immer wieder, zum Glück nur vereinzelt, gibt es wieder auch Abschüsse. Trotzdem blicken die Raurisser Geier einer rosigen Zukunft entgegen. Und an diesem Tag wurde ebenfalls klar, wo die Redewendung nach etwas Geiern herkommt.